So Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advance Wars. Wir sind immer noch in der ersten Kampagnenmission und werden jetzt den Panzer besiegen. Indem wir einfach... Guck mal, jetzt machen wir schon 42% Schaden. Das ist irgendwie, wenn die Truppenstärke runtergeht, geht doch die Verteidigung runter. So, und wie man sieht, ich habe keinerlei Schaden genommen. Also... Wie gesagt, wenn man meinen Truppentransporter außer Acht lässt. Das können wir ausnahmsweise mal machen. Guck mal, eigentlich wäre der im Angriffsbereich, aber er hat ihn noch nicht aufgefüllt gehabt. Das ist auch der Grund, weshalb wir da noch nicht näher rangerückt sind. Mal gucken. Wenn ich rein theoretisch bis da ranrücke, das heißt, ich müsste erst bis hier ranrücken. 1, 2, 3, 4. Ketten 2, 5. Hast du 5? Du hast doch 5. Hey, du hast 5. Das würde sogar gehen. Okay. So. Warte mal, wie war das? Bis zu dem Wäldchen. Okay. So, jetzt gehört mir das. Und dann gehört mir auch das. So, kannst du bis zu dem Wäldchen vorrücken? Na klar, kannst du das. Okay, das war jetzt nicht gerade die beste Idee, aber... Ne, Moment. Wie weit komme ich mit dem? Ich stelle mich mal demonstrativ dahin. Ach nein, das war dumm. Das war dumm. Also so? Nein. Ah, natürlich habe ich jetzt das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Da oben ist er sicher, genau. So. Und du bist jetzt eh nur noch zum Liefern gut. So. Ach, er kann noch mal einen Schneesturm einsetzen. Ach, das gefällt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich hätte es sein lassen sollen. Also jetzt putzt er den weg. Das war jetzt wirklich dumm von mir. Jetzt werde ich keine... Ah, nee. Aber er traut sich nicht weiter, mich anzugreifen. Ja, das Gute ist, dass der Computer hier etwas dumm ist. Insofern man das als gut bezeichnen kann. Ration. Ich sag, mach nichts, ist egal. So. Das ist das, was ich meinte mit der Computer ist dumm. Irgendwie finde ich, ist das Spiel jetzt nicht so spannend, um dazu was zu erzählen. So. Was machen wir denn mit dem hier? Ach, den setzen wir darüber. Jetzt wird er mit seinem Panzer übrigens losgehen. Ach gut, er nimmt das schwächste Glied. Also da, wo er die meisten Verluste bei mir erzeugen kann. Das war aber trotzdem nicht sehr schlau. So, bam. Tlim. Dann jetzt erstmal damit.
58. Gucken wir mal, ob er 29 sollte reichen. Nachdem er nur noch 21 hat oder so. Dann greifen wir ihn von der Stadt aus an. 59. Und 23. Peng. Und jetzt kann ich nochmal... So, jetzt sind meine Einheiten nochmal etwas fitter. Und selbst wenn er den jetzt da angreift, dann sollte er jetzt zwei weghauen. Na, was habe ich gesagt? Ah, naja gut, dann hätte ich auch eher den wegkloppen sollen. Aber gut. Bam, bam, ich habe schon wieder verloren. Wer um alles in der Welt bist du? Ich heiße Andy, ich bin der Co-Mandant. Fox ist mein Berater. Dein Berater? Als ich noch beim Sternenkorps Orange Star war, brauchten wir das nicht. Denn da gab es kein Spiel über uns. Ömpf! Was ist denn das eigentlich für ein Wort? Ömpf. Wie dem auch sei. Fox, Andy. Mich zu schlagen ist nicht einfach, das merke ich mir. Mein Wort darauf. Hey, Opa, wer bist du denn? Du fragst, wer ich bin? In ganz Orange Star kannte man mich als... Nels Papi? So ist es, Nels... Was? Nein! Das kommt davon, wenn man nett ist zu Kindern. Keinen Respekt. Grrrr. Hüte nur deine Zunge, du Knirps. Ja, ich habe einige Fonksmünzen. Ich kann im Laden ausgeben. Bla, ich will nicht. Ich will mich mit Hachi Gesundheit sprechen. Bestehende Daten überschreiben? Ja. Na, dann schauen wir gleich mal in die nächste Kampagnenmission rein. Tap, 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 tap. Ein zweiter. Kit! Kit! Wo ist Kit? Immer mit der Ruhe. Ich bin ja nicht taub, Robertiger. Bärtiger? Bist du von allen... Ein kleiner Versprecher. Ich entschuldige mich vielmals, Kommandant. Genug jetzt. Mach dich zum Abmarsch bereit. Hör zu. Das Heer von Orange Star steht dort, wo ich es vermutet hatte. Ihr befehlshabender Offizier ist ein ungeübter Anfänger, aber er ist nicht allein. Er hat einen Berater bei sich. Fox. Das bin ich. Also, sei auf der Hut. In diesem Gebiet stehen uns Einheiten zum Fernangriff zur Verfügung. Dann schieß mal los, Meister. Was? Ich soll selbst dorthin gehen? Also, ich höchstpersönlich. Natürlich, du fauler Nichtsnutz. Was bist du, ein Kommandant oder was? Wenn du nicht bald losmarschierst. Okay, reiß dir nicht den Bart aus. Ich gehe. Ungern, aber ich gehe. Endlich ist er losmarschiert. Ein impertinenter Kerl. Aber der beste Schütze, den ich kenne. Diese Narren von Orange Star werden nicht mal wissen, was sie traf. Ha, 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 ha. Ja. Okay, jetzt komme ich. Ba, ba, ba. Okay. Könnt ihr mich hören? Was ist los, Nell? Man hat mich autorisiert, mit Hilfe dieser Basen Einheiten zu produzieren. Achso, ja, okay. Also, wir können jetzt Einheiten bauen. Wie ihr seht, hier. Das ganze Programm. Was brauchen wir denn als erstes? Als erstes brauchen wir noch einen Jagdpanzer. So, dann brauchen wir eine Straßensperre. Wie weit kann er denn schießen? Also ihr seht hier, erstmal, wir spielen gegen Kit.
Ein Co., den ich sehr mag. Wir können keine Einheiten produzieren, oder? Nein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kid, ein Co., den ich sehr mag. Meister des Fernkampfs. Ihr seht, 2 bis 4. Normalerweise hat Artillerie eine Reichweite von 2 bis 3. Ja, Kid ist ein Meister des Fernkampfs. Und ich habe schon wieder vergessen, bis dahin. Okay. Das heißt, wir setzen dahin. Damit wir dort hinter unsere Artillerie positionieren können. Und da dann unseren Panzer. Achso, und dann machen wir noch eine mal, die darüber kann. Potzblitz. Dieses Gebiet gehörte Blue Moon sowieso nicht. Blue Moon ist einfach nur gierig, sonst nichts. Für diese Leute zu kämpfen passt mir einfach nicht. Na, ich schätze, ich schlendere mal vorbei und sehe, was passiert. Badam, bam, 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 badam, badam, bam, 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 badam, badam, bam, badam. Ja, ihr hört richtig. Ich kann nicht schnipsen und das passiert halt. Ich kann das nicht so richtig. Ich wette, es klingt in der Aufnahme richtig scheiße. Nehmt den Hörer ab. Moment, 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 Moment. Wie kann sie sagen, nehmt den Hörer ab und wir das auch noch hören? Ne, ist egal. Wir sind hier, was denn los? Wir fanden heraus, dass Kid der gegnerische Co. ist. Kid ist Experte für Fernkämpfe, die auch weiter reichen als üblich. Die Reichweite erhöht sich sogar nochmal, wenn er seine Gabe einsetzt. Okay. Kapiert. Kid ist badass. Also 70 Schaden. Kids Nahkampfeinheiten sind dafür schlechter. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Deswegen müssen wir ihn auf dem Fuß erwischen. Was machst du denn da? So. Ein Speer kann uns hier gute Dienste leisten, fällt mir gerade so auf. Ach ja, die Bazooka-Einheiten, die nur zwei weit laufen können. Ich meine, dass Kid so viele Gebäude hat, ist erstmal nicht so schlimm, weil er kann nichts bauen. Also pro Gebäude bekommen wir 1000 Fonds jeden Tag, aber es passt mir trotzdem nicht. Kommen wir da bis ganz rein? Ja, super. Und ja, ich weiß, das ist ein gefährliches Spiel und so weiter und so fort, aber das muss sein. Denn am gefährlichsten ist ein Gegner, der schießen kann. Warum auch immer er Speer da hat, aber das ist nicht so schlimm. Also wir haben ja gar keinen Kriegsnebel, deswegen. So. Und wie weit reicht... Oje, oje, oje. Ich hoffe, darin kann er jetzt gar nicht schießen. Oder das kann er dann nachher gleich. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was meint denn der gerade? Erstmal knallen wir den da ab. Steht dann nämlich gerade im guten Territorium, wenn er am Wasser steht. Nun, ihr habt es schon gemerkt, ich schaffe es immer relativ zeitig, dem Gegner seine Gabe freizuschalten. Drrr. Wir warten allerdings, bis sie uns, bis sie näher kommen. Den lassen wir. Wie weit kommst du? Also, dann stellen wir dich dahin und dich dahin. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt unseren Zug beenden, beenden wir erstmal die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei einer nächsten Folge und ach, ich laber schon wieder zu viel Scheiß am Ende. Bis dahin und tschüss.